Hallo Kinder, seid ihr bereit zum Tanzen? Come on, auf die Füße und los geht's! You're doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer, you're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise, your love it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. Thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer, you're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise, your love it makes a way. And I Das war richtig cool. Fue genial, no? Was war dein Lieblingstanzbewegung? Mein war dieses. So cool, dass ihr schon wieder bei den Schulen und bei den Kitas seid. Ihr dürft wissen, dass wir vor euch ganz fest beten. Möchtest du mit mir beten? Wenn du willst, du kannst deine Augen zumachen und die Hände falten. Jesus, vielen Dank für deine Liebe und vielen Dank für diese Kinder und für diese Zeit in den Schulen und in den Kitas. Bitte segne die Kinder und die Familien. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen. Genau. Oh, einen Moment, ich bekomme einen Anruf. Hallo? Anni, ah, wie geht's dir, Anni? Ich bin momentan mit den Kindern, ich bin in den Gottesdienst. Was? Hast du eine Geschichte? Von wem? Ah, von Paulus. Ja, natürlich, ich kann den Kindern fragen. Wollt ihr eine Geschichte von Paulus hören? Oh, das ist cool. Alright. Anni, ja, das können wir zusammen machen. Okay, lass uns das zusammen zuhören. Seid ihr bereit? Hi, Kids! Wow, so cool, dass ihr alle da seid. Wer von euch hat denn schon mal ein Schiff gesehen? Nee, ich meine nicht so ein kleines Boot, das mal auf der Spree rumschippert. Ich meine ein richtiges Schiff, das über die Weltmeere segelt. Ein Schiff, von dem man von hier zum Beispiel auf die andere Seite der Welt kommt, mit dem Tiere transportiert werden, zum Beispiel
Elefanten und Giraffen und sogar Nilpferde manchmal. Und manchmal auch einfach so riesengroße Umzugskartons, also so richtig, richtig große. Das meine ich mit Schiffen. Und es gibt ja über tausende verschiedene Schiffarten. Es gibt die kleinen Boote, es gibt die mittleren Schiffe, aber es gibt auch so richtig, richtig große Schiffe. Oh, Segelschiffe mit riesengroßen Masten, wo der Wind nur so durchfegen kann. Und dann gibt es noch so kleine Schiffe, dann gibt es zum Beispiel Polizeischiffe. Die fahren ab und zu auch auf der Spree entlang. Wenn ihr mal guckt, wenn ihr an der Spree entlang geht, seht ihr den vielleicht. Und dann gibt es aber auch natürlich die Schiffe, vor denen jeder Seemann Angst hat. Die Piratenschiffe. Oh, Piratenschiffe sind meine Lieblingsschiffe. Die sind super cool. Weil auf die kann man draufklettern, man kann oben drauf sitzen und durch die Weltmeere gucken. Man kann den Totenkopf sehen auf der Flagge drauf. Und die haben immer einen riesigen großen Schatz mit auf dem Schiff. Stimmt's? Und jetzt habe ich mir überlegt, vor ganz, ganz langer Zeit war es ja super gefährlich, mit dem Schiff unterwegs zu sein. Weil die hatten kein Navigationssystem, wie wir wahrscheinlich auch vom Auto her kennen. Die hatten keinen Motor am Boot, die hatten keine Technik, die mussten alles einfach so machen. Das heißt, die mussten auch in den Himmel gucken, um zu wissen, wo die überhaupt sind. Und ganz schlimm war es, wenn ein Sturm plötzlich aufkam. Und der kann manchmal auf dem Meer von jetzt auf später kommen. Das ist total verrückt. Und die Seeleute haben dann total Angst und zittern und bibbern um ihr Leben, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Schiffsbruch. Was ein Schiffsbruch ist, das ist, wenn ein Schiff einfach komplett kaputt geht. Und dann ist natürlich Katastrophe pur. Stell dir mal vor, du bist auf dem Meer, dein Schiff geht kaputt, was machst du? Kennt ihr eigentlich noch Paulus? Genau der Paulus, von dem wir letzte Woche gehört haben. Der Paulus, der seinen Namen von Saulus zu Paulus verändert worden ist, von dem geht die Geschichte heute weiter, weil der hat so viel mit Gott einfach erlebt. Paulus war ja ein richtig cooler Typ. Der kannte Gott und liebte auch Gott. Aber der hatte auch richtig Pech. Weil als die Geschichte, die ich euch heute erzähle, anfängt, war Paulus gefangen und auf dem Schiff mit ganz, ganz vielen anderen gefangen unterwegs nach Italien. Auf dem Schiff fuhren die langsam, kamen sie voran und plötzlich, als sie mitten auf dem Meer waren, wurde plötzlich der Himmel ganz schwarz. Genauso schwarz, wie wenn ihr eure Hände vor die Augen macht. So schwarz wurde plötzlich der Himmel. Die konnten nichts mehr sehen. Die Wellen gingen nur so hoch am Schiff und manchmal schlugen die sogar über Schiff drüber, dass alles einfach nass war. Boah, was glaubt ihr, was die für eine Angst hatten auf dem Schiff? Die wussten ja nicht, was sie machen sollten. Und dann hatten sie die Idee, wir schmeißen einfach alles von Bord, was wir nicht mehr brauchen. Das heißt, sie haben Säcke geholt, wo ihr Essen drin war, haben es einfach drüber geschmissen. Die haben, keine Ahnung, Stühle, alles, was so rumstand, haben die einfach über Bord geschmissen. Aber es hilft nichts. Der Sturm ging weiter, die hatten immer noch Angst um ihr Leben. Und plötzlich sah einer ganz weit hinten, dass da was ist. Und da fuhren sie entlang und plötzlich wurde das Wasser immer niedriger und niedriger. Und die haben gedacht, oh, wir müssen jetzt irgendwann einen Anker mal schmeißen, weil sonst laufen wir noch auf Grund. Und dann haben sie sich entschieden, wir können nicht anders, wir müssen es riskieren, über Bord zu springen und ans Ufer zu schwimmen. Und genau das haben sie auch gemacht. Nacheinander sind die runtergesprungen vom Schiff und sind um ihr Leben geschwommen. Und plötzlich macht es einen Riesenschlag. Und das ganze Schiff platzt auseinander. Und es sind nur noch überall die Holzstücke im Wasser. Boah, was glaubt ihr, wie die sich erschrocken haben? Und Paulus hat gedacht, ach komm, ich helfe denen mit und hole noch ein bisschen Holz. Und lief dann los durchs Gestrüpp und guckte mal hier, guckte mal dort, sammelte da ein kleines Holzstück auf und hatte schon so einen ganzen Berg wahrscheinlich voller Holz unter seinen Armen, als plötzlich aus dem Nichts heraus eine Schlange auf ihn zukam. Und nicht irgendeine Schlange, sondern eine Giftschlange. Und der konnte gar nicht so schnell gucken, bis die Schlange ihm hier plötzlich reinbiss. Oh, hat das wehgetan! Und Paulus hat wahrscheinlich total aufgeschrien und die anderen guckten schon und haben es gesehen und dachten, oh,
Paulus wurde gebissen von einer Giftschlange. Aber wisst ihr was? Als Paulus wahrscheinlich so da saß mit seiner Hand und gesagt hat, oh, das tut so weh und wahrscheinlich richtig, richtig doll Angst hatte, war Gott bei ihm und er hat ihn beschützt. Und deswegen ist Paulus nichts passiert, sondern der konnte neue Kraft tanken und es ging weiter. Wow, Paulus ist ein richtiger Overcomer, oder? Die Leute, die um Paulus standen, sahen, dass Paulus was total Besonderes war. Und brachten dann gleich mal einen kranken Mann und haben gesagt, Paulus, kannst du den bitte auch heilen? Und dann hat Paulus aber gesagt, also um ehrlich zu sein, ich kann nicht heilen. Aber wer heilen kann, ist mein Gott. Und dann hat Paulus für den Mann gebetet, hat die Hände aufgelegt und hat Gott gebeten, dass er den heilt. Und Gott hat ihn geheilt. Wow, was das für ein Wunder war auf der Insel. Und dann, natürlich könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn einer geheilt werden kann, haben die wahrscheinlich gedacht, dann, wenn Gott einen heilen kann, kann er bestimmt alle heilen. So alle Kranken kamen zu Paulus und Paulus konnte für jeden einzelnen von denen beten. Und nach ein paar Tagen, als sie da auf der Insel waren, wurde das Schiff von denen repariert und so konnten sie weiter segeln. Und wisst ihr, was so cool ist? Ich glaube, Paulus, eine Sache, die er gelernt hat während der ganzen verrückten Zeit, ist, dass Gott einfach immer bei ihm ist. Weil stellt euch mal vor, was da alles passiert war. Am Anfang war er auf dem Schiff mit tausenden Gefangenen. Na toll. Dann haben sie den Sturm gerade so überlebt. Das Schiff ist quasi kaputt gegangen. Die sind auf die Insel geschwommen. Die wurden nett auf der Insel begrüßt. Und dann kam die Giftschlange. Verrücktes Leben, oder? Aber Gott war immer bei ihm. Und weißt du was? Du bist auch ein Overcomer. Das warst du nicht letzte Woche nur, sondern das bist du auch heute und jetzt und für immer, weil du einfach Jesus kennst. Und Gott liebt dich, Jesus ist bei dir und der Heilige Geist hilft dir immer. Und ich glaube wirklich, dass Gott einen richtig, richtig coolen Plan hat für dein Leben. Und was müssen wir machen? Super easy. Einfach mit Gott sprechen und mit ihm Zeit verbringen. Und weißt du was? Paulus war ja auf so einem Schiff unterwegs und jetzt habe ich was gemacht. Pass mal auf. Schaut mal, ich habe ein kleines Schiff gemacht. Und ich glaube, Paulus war natürlich nicht auf so einem kleinen Segelschiffchen unterwegs. Das war natürlich viel, viel größer. Aber ich habe mir das Schiff gemacht, dass ich mich immer daran erinnere, dass ich ein Overcomer bin. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das auch machen. Und hier einfach Overcomer draufschreiben. Und das Schiff hilft natürlich nichts, wenn das hier, das ist ja kein Luftschiff, das kann ja nicht so fliegen, ne? Sonst hätten wir ja ein Papierflieger gemacht. Sondern wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal das in die Badewanne setzen zum Beispiel oder auf die Spree und das einfach rumschippern lassen. Weil ich glaube, wie cool wäre es, wenn unsere Freunde auch erfahren, dass sie Overcomer sind, weil Jesus sie liebt. Wow, das war richtig cool, oder? Gott hat Paulus bei diesem Schiffsunglück geholfen und er war nie allein. Paulus war ein Overcomer, genau wie du. Und letzte Woche haben wir gelernt, dass Paulus Jesus in sein Herz eingeladen hat. Und danach hat er viele tolle Dinge mit Jesus erlebt und Gott war immer bei ihm, so er war nie alleine. Genau das Gleiche kannst du machen. Wenn du noch nicht Jesus in dein Herz eingeladen hast, du kannst es mit mir machen. Es ist sehr einfach, du kannst einfach beten. Wenn du willst, du kannst deine Augen schließen. Jesus, vielen Dank, dass du mir vergeben hast und vielen Dank, dass du mich liebst. Ich lade dich in mein Herz ein. In Jesus' Name. Amen. Wuhu! Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gemacht hast, wir freuen uns. Das ist die beste Entscheidung, die man machen kann. Und du kannst auch dieses Gebet mit Mama und mit Papa machen. Hey Chris! Hey, Christina, how are you doing? I'm fine, thanks. And you? Good. Hey, kids. Hello, kids. You know, it's such a pleasant surprise seeing you here. Yeah, thanks. And you know, I have another surprise. Ooh, surprises. Don't you like surprises, kids? I brought some discs. Ooh. What can we use those for? Well, in this beautiful weather, let's play some frisbee. Hey, frisbee. That sounds amazing. Hey, I have orange and yellow. What do you prefer? I'm gonna go with yellow. Vamos!
was amazing! It was so cool. Now, you know what Frisbee reminds me of? It reminds me of when somebody explains something to you and you go explain that to somebody else who doesn't know it. Yeah, like kids' time? Exactly like kids' time. Like today, what we learned from Annie. You could go explain that to somebody else who doesn't know it. Yeah, and you know, that somebody else would teach it to somebody else and everyone would learn something new. Amazing, just like a big game of Frisbee. Let's do it! So cool, oder? Überleg dir, mit wem kannst du das teilen, was du heute gelernt hast. Genau wie mit deinem Frisbee. Ui. Ich zum Beispiel werde mit Rasmus, einem Freund von mir, teilen, dass Gott einen tollen Plan für ihn hat. Und es fehlt noch was, oder? Genau, die Geburtstagskinder. Nein, wir haben die nicht vergessen. Zum allen die Geburtstagskinder, alles gut. Und liebe Eltern, wir sehen uns gleich in den Online Experience um 11.15 Uhr und danach in dem Instagram Live mit Mark und Joyce. Adios! And gave his best, without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh, oh. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never, ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door.